Heute möchte ich darüber sprechen, wie du dein älteres Kind auf Geschwisterkind vorbereitest und wie du diesen Übergang von einem Kind zu den mehreren Kindern am angenehmsten für alle gestaltest. Und hier möchte ich eine kleine Anmerkung geben, das hat mich auch vorbereitet auf das, was kommt. Diese Erwartung, dass meine Kinder wunderbar miteinander spielen werden, dass meine Kinder sich über alles lieben werden, dass sie immer die Freunde fürs Leben sein werden. Insbesondere wenn man denkt, ah ja, der Altersabstand ist jetzt kurz bei uns, in meinem Fall sind es nur 20 Monate, dann werden sie definitiv miteinander spielen. Da würde ich empfehlen, solche Erwartungen nicht zu haben. Wenn wir Erwachsene unsere freie Wahl haben, wir wollen ein nächstes Kind, das ist unsere Wahl. Hat das Kind, das erste Kind in unserer Familie, diese Wahl nicht? Es entscheidet nicht, ob es weiteres Geschwister haben möchte oder nicht. Diese Entscheidung treffen die Eltern. Und deswegen können die Eltern auch nicht erwarten von diesem Kind, dass es genauso sein Geschwisterkind lieben wird, wie wir Eltern. Also, wenn man keine Erwartungen hat und denkt, okay, ich hoffe, die werden sich lieben, ich hoffe, die spielen miteinander, ich hoffe, die werden beste Freunde sein und wir bemühen uns, die Bedingungen zu schaffen, wir bemühen uns, das Kind so vorzubereiten, dass dieser Übergang am angenehmsten erfolgt, weil das ist ein großer Stress für das große Kind. Ich habe das Video in zwei Teile aufgeteilt, vor der Geburt und nach der Geburt. Die Beziehung zwischen den Geschwisterkindern beginnt ab dem Moment, wo die Eltern dem großen Kind mitteilen, das wird bald ein Geschwister bekommen. Wann soll ich am besten meinem großen Kind darüber berichten? Es hängt natürlich noch von dem Alter ab. In meinem Fall war das eigentlich total irrelevant, weil mein großes Kind war noch total ein Baby. Als mein großes Kind 14 Monate war, habe ich erfahren, dass ich schwanger bin. Wenn du aber ein zweijähriges Kind hast oder dreijähriges Kind hast, ist es natürlich eine andere Geschichte. Und da ist es wichtig, das Kind auf dieses Ereignis vorzubereiten. In meinen Augen macht es Sinn, dem Kind darüber zu erzählen, wenn man schon ein kleines Bäuchlein hat. Wahrscheinlich ist es bereits in dem zweiten Trimester. Da wird das Kind sicherlich auch merken, die Veränderungen, die in Mamas Körper passieren, und da kann man dem Kind darüber berichten. Und macht das aus der Sicht des Kindes. Also sag nicht, Mama und Papa erwarten ein weiteres Kind. Du bekommst bald ein Geschwisterkind. Ich empfehle, mit den Büchern anzufangen. Es gibt momentan so viele schöne, wunderschöne Bücher über Geschwisterkinder, über Schwangerschaft von Mama, über die Veränderungen, die Mama in ihrem Körper erlebt, und das sind wunderbare Bücher. Ich werde ein paar verlinken und man hat ganz viele Möglichkeiten, das dem Kind in Kindersprache aufzuklären und zu erzählen, was passiert und was auf ihn zukommt. Man kann natürlich auch, wenn man mit dem Kind spazieren geht, erzählen oder darauf hinweisen auf die Geschwisterkinder. Man kann gemeinsam mit dem Kind über die Namen sprechen und vielleicht eine Liste zusammenstellen, die Namen, die uns am meisten gefallen. Und ich würde auf jeden Fall empfehlen, den Namen so früh wie möglich zu wählen, damit man auch bereits zu dem Baby im Bauch mit einem Namen sich wenden kann, so dass es irgendwie konkreter wird, und mit dem Kind darüber reden, was könntest du dem Baby beibringen? Ich bin in der Rolle von einem großen Kind, ich kann ein bisschen mehr und ich kann dem Baby Sachen beibringen. Und diese Gedanken zu kultivieren bereits in der Schwangerschaft sind eigentlich gar nicht so verkehrt. Was ich auf jeden Fall auch empfehlen würde, vor allem wenn es ein etwas älteres Kind ist, nimm das Kind mit zu den Arztterminen. Insbesondere wenn es Ultraschalltermine sind, dann kann der Arzt dem Kind auch auf dem Bildschirm zeigen, wie das Baby aussieht, wo er sich befindet. Das Kind kann vielleicht auch Herztöne hören und somit total in diese ganze Prozesse involviert sein und bereits die Beziehung zu dem Geschwisterkind entwickeln. Auch kannst du dem Kind erzählen, dass das Baby im Bauch alles hören kann. Wenn er mit dem Baby reden möchte, kann er das gerne tun, und das Baby hört bereits seine Stimme und wird seine Stimme erkennen, wenn das Baby auf die Welt kommt. Auch involviert das Kind, wenn das Baby kickt. Ne? Du kannst alles erklären. Das Baby übt gerade und möchte sich ein bisschen bewegen, und du kannst es auch spüren und du kannst
die Hand von dem Kind auf deinen Bauch legen und somit hat das Kind auch mehr Bezug zu diesem Baby, was in deinem Bauch wächst. Auch finde ich gut, wenn du dem Großen vielleicht eine Babypuppe schenkst und mit der Puppe kann man eben erzählen und erklären, was passiert, wenn das Baby da ist. Was kann das Baby überhaupt? Ja? Da kannst du ihn darauf vorbereiten und erzählen anhand von so einer Puppe, dass das Baby am Anfang ganz viel schlafen wird, dass das Baby am Anfang nur an der Mamas Brust oder eine Flasche nuckeln wird, schlafen wird und das Einzige, was es noch machen kann, ist vielleicht deine Finger ganz fest greifen, aber viel kann das Baby am Anfang gar nicht und es liegt ganz viel und was wir machen werden, wir werden viel Pflegerituale haben. Anhand von der Puppe kannst du ihm erklären, wie man Windeln wechselt, wie man Popo sauber macht, wie man das Baby baden wird, wie man das Baby auf die Hand nehmen wird, wie man das Baby zum Schlaf bringen wird und draußen viel vielleicht spazieren gehen wird, weil das Baby am Anfang ganz, ganz viel Schlaf braucht und frische Luft. Und anhand von der Puppe kann bereits das große Kind in dieser Rolle schlüpfen und vielleicht mit der Puppe auch Rollenspiele machen. Andere tolle Möglichkeit, das Kind auf das vorzubereiten, du kannst ihm ein Buch zusammenstellen, gemeinsam mit ihm, mit den Fotos von dem Kind, ne, als es noch ein Baby war, als es noch ganz klein war, wie sah es aus? Wie klein es war, was er machen konnte, wie viel er oder sie geschlafen hat, wie oft war Mama und Papa mit dir raus und solche Sachen kann man anhand von Bilderbüchern wunderbar erklären und das Kind nochmal an diese Ereignisse erinnern oder beziehungsweise ihm darüber erzählen. Er ist einzigartig und es wird kein anderes Kind so sein wie er. Und du kannst es nochmal immer wieder betonen, wie wichtig er ist für dich und was für einen besonderen Platz er in deinem Herzen hat. Du kannst auch mit dem Kind gemeinsam die Ecke für das Baby einrichten. Je früher, umso besser, damit das Kind auch sich dran gewöhnen kann. Aha, hier wird das kleine Baby sein. Vielleicht wirst du eine kleine Aktivitäten-Ecke machen, ja, nach Montessori-Art, wo man einen Spiegel anbringt, sodass das Baby sich im Spiegel sehen kann, wo du Mobiles aufhängen wirst, eine Matte, wo das Baby aktiv sein darf und eine Ecke, wo das Baby natürlich gewickelt wird und andere Ecke, wo das Baby schlafen wird. All das empfehle ich so früh wie möglich vorzubereiten, gemeinsam mit dem großen Kind, dass das involviert wird, dass es vielleicht sogar bestimmte Sachen aussuchen darf. Es kann sich auch Gedanken machen, welche Sachen und welche Spielzeuge könnte er dem Baby, dem Geschwisterchen abgeben, wo es es nicht mehr braucht. Vielleicht sind es bestimmte Kleidungsstücke oder Möbelstücke. Zum einen hast du noch die Zeit und hast die Ruhe und kannst mit voller Aufmerksamkeit auf dein großes Kind eingehen und ihm all diese Sachen erläutern, bevor Trubel einkehrt, wo du vielleicht auch wenig Schlaf hast und einfach nicht die Möglichkeit und die Zeit dafür hast, alles aufzuklären. Was wir auch im Vorfeld gemacht haben und ich würde sagen, das sind ja schon also quasi 2, 3, 4 Monate bevor das Baby auf die Welt kommt, haben wir angefangen, die Rituale mit dem Papa zu kultivieren, weil das war ja klar, dass wenn das Baby da ist, wird der Papa auch sehr wichtige Rolle spielen in diesem ganzen Geschehen für das große Kind. Ja, es wird vielleicht Bezugsperson sein und es ist wichtig, bestimmte Rituale zu haben. Vielleicht verbringt der Papa bestimmte Tage oder Abende oder am Wochenende nur mit dem großen Kind und so stärkt die Beziehung zwischen den beiden. Es ist auch sehr wichtig zu überlegen, wie bringe ich das große Kind ins Bett. Dadurch, dass bei uns der Altersunterschied so klein war und ich war die Bezugsperson für mein großes Kind, ich habe das große Kind ins Bett gebracht und wir haben langsam angefangen, dieses Ritual zu brechen. Am Anfang haben wir alles gemeinsam gemacht, auch wenn es nachts noch aufwacht. Vielleicht wäre es nicht verkehrt, dass ihr lernt, dass der Partner zu dem Kind geht und nicht die Mama, weil die Mama wird später
genug zu tun haben mit dem Baby. Und ja, wenn das Große sich daran gewöhnt, dass der Papa kommt, wenn ich nachts aufwache und der Papa tröstet mich, ist es auch gut für alle und die Eingewöhnung wird am besten erfolgen. Später, ab und zu, haben wir versucht, dass mein Partner das Ganze übernimmt, ja, dass ich mich so viel wie möglich quasi von diesem Ritual entferne, so dass das große Kind die Gewohnheit hat, von dem Partner ja, abends vorbereitet zu werden und ins Bett gebracht zu werden. Wenn du Großeltern hast oder jemand hast, der dir helfen wird, insbesondere später, wenn das Baby da ist, dass du diese Person im Vorfeld involvierst in eure Prozesse. Genauso ist es wichtig, all die großen Ereignisse vorzuziehen, damit das Baby oder das große Kind nicht diese Ereignisse mit dem Baby assoziiert. Zum Beispiel ist es vielleicht Umzug oder Kindergarten, ja, das, die ganze Eingewöhnung und alles ein paar Monate vor dem Termin, vor dem Entbindungstermin ist optimal, so dass das Kind bereits sich eingewöhnt hat, bereits eine neue Routine gefunden hat und die nicht diese Assoziation hat, ja, das Baby ist da und Mama gibt mich ab. Wenn das erste Kennenlernen stattfindet, ja, wenn die mit Papa, mit Großeltern in die Klinik kommen und das Baby zum ersten Mal sehen, würde ich ein Geschenk von dem Baby an das große Kind vorbereiten. Also wir haben ein Geschenk vorbereitet, was das Baby ihr quasi überreichen wird. Mit der Postkarte, und der Postkarte kannst du natürlich schreiben, ja, vielen Dank für dein Singen, ich habe das so genossen in Mamas Bauch, ich freue mich jetzt mit dir zu spielen und ja, irgendwelche tolle Wörter, was so ein Geschwisterchen dem Großen sagen könnte und so, dass das irgendwie Freude aufkommt bei dem großen Kind. Plötzlich ist mein Geschwisterkindchen da und jetzt kann ich wirklich ihn sehen, mit ihm interagieren und ja, diese Freundschaft, in die wir alle hoffen, kultivieren. Nächster Tipp, wenn das erste Kennenlernen stattfindet, würde ich nicht empfehlen, das Baby auf den Armen zu halten, weil so hast du gleich eine Barriere zwischen dem, also sie sieht oder er sieht die Mama jetzt nach ein paar Tagen zum ersten Mal und plötzlich hat Mama noch ein Baby in den Armen. Deswegen versuche, das Baby abzulegen, das Kind entsprechend zu treffen, ihn zu umarmen und ihm, mit ihm gemeinsam zu dem Bettchen zu gehen und das Baby zu zeigen. Und so, glaube ich, ist das erste Kennenlernen am besten. Und ja, es wird dann irgendwie nicht gleich mit dieser Eifersucht verbunden sein. Später, wenn ihr gemeinsam nach Hause kommt, wirst du natürlich viel Zeit mit dem Baby verbringen müssen, ja, beim Pflegen, beim Stillen. Und da musst du dir Gedanken machen, wie wirst du das gestalten, was wirst du mit dem Großen machen. Was ich empfehle, auf jeden Fall, wenn du das Baby pflegst, das große Kind zu involvieren, je nachdem wie alt es ist. Es kann natürlich dir helfen, feuchte Tücher zu bringen oder zu geben, Windeln zu geben, ein Handtuch zu bringen, Body auszusuchen für das Baby. All diese Prozesse, wo er das Gefühl hat, hilfreich zu sein, wo es wirklich das Gefühl hat, jetzt bin ich hier, der große Bruder oder die große Schwester und ich helfe Mama, dass diese Wertschätzung, was du ihm schenkst, indem du ihn in diese Aufgaben involvierst und wo er dir helfen kann, glaube ich, wird es auf jeden Fall spüren und so wird es natürlich auch gerne dabei sein und gerne Mama helfen, das Baby zu pflegen. Auch während der Pflege kannst du mit dem Baby reden und ich empfehle auch viel über das große Kind zu reden, natürlich in seiner Anwesenheit, so dass es das hören kann. Ja, du kannst dem Baby sagen, wie glücklich es sein kann, dass es so einen tollen großen Bruder hat, so eine tolle große Schwester, die ihm gerade hilft, die gerade ihm Windeln gebracht hat. Und wenn es groß wird, wird die große Schwester oder der große Bruder ihm dies und jenes beibringen. Ja? Er wird mit ihm spielen, mit dem Ball spielen oder mit ihm draußen sein. Und all die wundervollen Sachen, die das große Kind dem Baby
beibringen könnte und wie glücklich das Baby ist, so einen tollen großen Bruder zu haben. Das wird natürlich dem großen Bruder sehr schmeicheln und er wird es hören, wie stolz Mama auf ihn ist, dass es bei der Pflege hilft, dass es dabei ist, dass es das kleine Kind so liebt, das Baby liebt und ja, also man kann immer in schönen Wörtern über das große Kind reden, also und dabei mit dem Baby interagieren. Ja, am Anfang ist es möglich, weil das Baby wird natürlich sich freuen, Mamas Stimme zu hören und Mamas Gesicht zu sehen und ihr Lächeln und wird dann nicht, ja, das Baby ist am Anfang, würde jetzt keine Eifersucht haben, ne, wenn man so in großen Tönen über den großen Bruder redet. Und was ich auch sehr empfehlen würde, das würde ich auch sogar im Vorfeld überlegen. Vielleicht machst du so ein Körbchen oder eine Kiste mit Aktivitäten, mit Spielsachen, die du rausholst, wenn du das Baby stillst. Da musst du dir Gedanken machen, was machst du in diesen Zeiten mit dem Großen, weil natürlich wirst du ganz viel und oft das Baby stillen oder ein Fläschchen geben. Und in dieser Zeit ist es wichtig zu überlegen, was wirst du mit dem Großen machen, weil da kommt natürlich diese Eifersucht hoch, weil du hältst das Baby ganz innig in den Armen und das Große will auch immer dabei sein. Das war so witzig, als ich meine erste Tochter hatte, hatte ich bestimmt einen Platz, wo ich gestillt habe. Das war ein Sessel mit meinem Stillkissen, saß ich da und jedes Mal, wenn ich stillen wollte, kam ich zu diesem Platz. Und bei dem zweiten Kind konnte ich diesen Sessel vergessen, weil ich gestillt habe überall, also egal wo, wir waren überall und da habe ich auch kein Stillkissen mehr gebraucht und im Endeffekt hätte ich auch keins mehr gekauft, weil ich habe auf der Couch gestillt, habe einfache Kissen genommen und das war auch okay. Ne? Ich habe beim Esstisch gestillt, wo die Große gegessen hat und ich habe gleichzeitig das Baby gestillt, im Auto ganz oft unterwegs, also an ganz unterschiedlichen Orten, weil du bist dann anders eingebunden, als wenn du nur ein erstes Baby hast. Und wie gesagt, ich empfehle auch so eine Kiste zu haben, Aktivitätenkiste. Vielleicht rotierst du die Aktivitäten, die drin sind, die Spielsachen. Und das sind die Spielsachen, die nur gespielt werden dürfen, wenn du stillst. Ja, in dieser Zeit kannst du vielleicht, kann das große Kind sich darauf freuen, dass da was kommt. Oder dass vielleicht rotierst du auch die Spielsachen, sodass es nicht mal weiß. Jeden Tag kannst du was Neues reinlegen, sodass es interessant bleibt. Und das Große auch beschäftigt ist. Oder du sprichst und redest mit dem Großen. Also ich habe auch Bücher gelesen. Ja, man kann auch eine Kiste machen mit den Büchern, die du in dieser Zeit lesen wirst. Eine Kiste mit Aktivitäten. Lesen, singen, sprechen. Also da kann man einiges unternehmen in dieser Zeit, wo du das Baby stillst. Und vielleicht will das Große einfach in der Nähe sein. Du kannst ihn auch umarmen, damit es nicht dieses Gefühl hat, ausgeschlossen zu sein. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Hinterlass mir Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. Und ich freue mich auf deinen Kommentar. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Ciao!